Wisst ihr, meine Freunde, wer mich noch nie enttäuscht hat im Leben? Der Captain! Got a little Captain in you? Ich habe so viel Captain in you. Ne, wir steigen jetzt auf. Also wir haben gerade hier Aufsteigerduell. Augsburg gegen Greuther führt. Mit mittlerweile der nächsten Stufe. Weil wir es einfach wissen wollen. Auch beim schlechtesten Teams der Bundesliga muss man nicht mehr dazu sagen. Nee, also das, entweder wird es die absolute Gurkenpartie und wir langweilen uns jetzt 20 Minuten oder es wird so episch, dass es sogar Dänemark-Polen in Schatten stellt. Und das ist schwierig. Ich war schon eine 3 Offensive, Alter. 4-3-3. Also Fürth hat Bock. Schauen wir mal, was so ultra scheiße sind die gar nicht, aber. Nein, die Bewertungen sind gar nicht schlecht, aber Augsburg Fürth klingt erstmal nicht attraktiv. Nee, also für uns auch nicht, aber wir werden es attraktiv gestalten. Wir hoffen es. Auf jeden Fall. Oder wie gesagt, das wird so scheiße. Auf jeden Fall haben wir einen Stieber. Was? Ein Schieber? Schieber nehme ich. Bekovic. Nee. Auf die Augsburger Abwehr, die ist der Hammer. Ja, ja, das sieht man vor allem in der Bundesliga. Aber schau es dir an. Bonse, ehemaliger Mainzer, jetzt Augsburg, der bist noch nicht so her. Bonse! Direkt Augsburg. So spielt doch kein Absteiger. Aber so spielt jemand, der a little Captain in sich trägt. In sich trägt. Aber schau dir erstmal an, wie der Bonse getroffen. Er chillt, Achtung, er chillt. Boom und Bam! Boom und Bam! Ja, die deutschen Teams, das sind also meins. Haben wir eben gerade gesehen, ne? Zwei Niederlagen. Ja, Dortmund war schon lange nicht mehr deutsch, das war schon international. Oh Mann. In diesem Sinne... Was ein Start. In diesem Sinne, was für ein Start in dieses Absteiger-Duell. Aber mit Captain läuft alles besser, ne? Serkan Sorare abgerutscht. Oh, fast. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch mal greifen soll. Ah, da ist er ja, der Captain. 2-0. Was? Ich jetzt 1-0. Ich trinke doch gerade fürs 2-0. Hallo? Ich mache jetzt den Konter. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Siehst du, Bayer? Erste Mal auf dich? Dann nehme ich den Ball ab und mache den Stock. Oh, ein Traum. Ein Traum von Verteidigung. Asamoah! Russen! Gerald Asamoah! Nein, lass ihn. Ich lasse nicht. Aber ich. Jens hat alles unter Kontrolle mit seiner Glatze. Bis auf den Pfostenschuss. Junge. Ja, es war unter Kontrolle. Aber das ist schon mal ein netter Anfang hier für dieses Keller-Duell. Wenn mich keiner angriff, dann macht er halt wieder alleine, ne? Der macht's ja wirklich! Du hast aber eine Granate drauf, du, oder? Ja, der Banze. Banze. Mein lieber Scholli, du. Da hatten wir doch gleich einen Trick. Ja, also lange. Aber für Fürth reicht's. Ja. Ja, lauf doch mal mit. Bloß weil du ein Tor geschossen hast, heißt noch lange nicht, dass du das Rente beantragen kannst. Heinrich Schmidt, das ist wieder... Ja, heißt so nicht so. Ja, ist ja gut. Du lachst. Ja, ich lache aber nicht, das wegen seinem Namen. Du, diesen behinderten Bonse. Alter, das ist aber gut, ey. Du musst erstmal einer reintreten hier. Ja, direkt gelb. Ja, zu Recht. Entschuldigung, mal von hinten rein. Ball nicht in der Nähe. Bonse. Ja klar. Du träumst auch von Hirn. Also das war kein Schuss, das war eine Flanke. Und ich drückte Schuss. Möchte ich nur mal angemerkt haben. Ja, gib mal eine hin. Aber die Augsburger, die haben mal ein offenes Auge. Ich bin da recht gut mit den Augsburgern. Das ist wie mit dem Schenkerbus, da pisse ich immer hin. Aber jetzt Chibi-Fall. Das ist auch schon rot, das war gerade am Schuss. Ja, das gibt eh wieder gelb. Oh. Yes. Rote Karte dürfen wir wieder erleben, liebe Freunde. Scheiße. Vom Wolf. Das ist schlecht. Ja, zu Recht. Unnötig, vor allem bei einzelnen Führungen.
lieber mit 10 Mann weiter, als dass du mir jetzt hier einen reinkrächst. Oder Wagner. Der war vorbei, gell? Der war nicht drüber, der war vorbei. Ja, und Höhe hätte nicht gepasst. Höhe hätte durchaus gestimmt, ja. Die Frage ist, ob ich jetzt noch fast 70 Minuten mit 10 Mann überstehe. 10 Augsburger. Mit 10 Augsburgern, ich weiß ja nicht. Aber ist der Bonxi, der nur einen Trick hat, der immer funktioniert. Bitte, er hat erstmal einen Trick gemacht, den du noch gar nicht im Repertoire hattest. Grün. Max Grün, der ist cool. Ja. Yeah. Der grüne Kräuterfilter hat ihn. Ich wollte es nur angemerkt. Was also? Oh, komm! Nicht gegen Thorsten Kleine. Doch, der hilft dir nämlich immer. Ich bin für Thorsten Kleine so mein Freund. Und? Ah. Und wieder Max. Serkan Sacharia. Jetzt würde ich gerade Max sagen, sagst du halt schon Bock, ey. Du hast schon genug gesagt. Nee, heute noch. Aber du verarschst mich wieder so hart. Stimmt. Ritz Sacharia. Dieses ganze Getrete, guckt euch euren Helden an, der kann nur faulen. Fahech. Ja klar, ja klar. Faul! Hallo, wo ich schieße und stellst deinen Körper zwischen mein übermächtiges Bein. Du hast höchst ein hohes Bein gemacht. Ja, du kannst mal Ruhe. Ne? Ne? Bloß weil ich das Keller-Duell gewinne. Was hast du schon gewonnen? Schmidtgall hat Geld, ich habe alles gewonnen. Heinrich Schmidtgall. Ja, ich drücke L1 und Tricks, der macht trotzdem einen Pass. Ja, war auch gut. Ja, das den hätte ich ja vorher nicht selber hingekriegt. Ne, jetzt schon. Stimmt, ich bin behindert. Ja. Oh, der Marcel! Marcel! Ich kotz im Kreis. Boah. Ja. Hauptsache erstmal gegen den Uhrzeigersinn in meine Fresse. Ja, Barcel ist der neue Schieber. Ist das da aber. Ey, Barcel hol ich ins deutsche Nationalteam, Mann. Schieber, Barcel vorne im Sturm und keiner hat mehr eine Chance. Und keiner hat mehr. Ich hab Cola. Den Schieber ein. Ja, wo ist denn das Schieber? Schieber. Ja, Schieber. Mach doch, komm, mach einen Tag, komm. Klar, ich habe ja sonst nichts zu tun. Schau mal, ich nehme den Ball an mich, mache mit Sido. Da ist schon. Wie heißt denn der? So wie das da rumgeht. Sido heißt der. Aber weißt du. Oh! Mit Sido hätte ich getroffen, weil der hätte ein paar Bilder im Kopf und dann. Edgar Motherfucking Club. Ja, ja. Auf GB-File. Jetzt kommt der Konter. Nicht. Naja, warte mal ab, den leite ich gerade ein. Gerald, Motherfucking Legende, Asamoah. Bam. Gerald Asamoah. Als hätte er nie was anderes gemacht. Trippelt sich durch alle durch. Ja, schön, wenn das mal im deutschen Nationalteam zeigen würde. Die Schalker hätten sich... Ne, wird auch nicht mehr. Ja, wird auch nicht mehr. Alle Schalker werden sich freuen. Alle Dortmunder werden gerade Hütten anzünden. Ja, wahrscheinlich. Ja klar, das ist das Arschloch der Welt. Ja. Ich werde immer so angegriffen, rassistisch. Ja, ja, dabei ist er dabei ist er der krasseste überhaupt. Ja, voll. Ja, er schiebt immer alles auf. Er tut immer so, als wäre er das, der Leidtragende. Ja, ist er aber nicht. Ja, genau. Davon rede ich doch. Naja, ich auch. Deswegen hasse ich auch diesen Pfosten. Ja. Aber er hat getroffen wie kein Zweiter. Wie ein junger Gott. Ja, Gerald Motherfall. Und da ist Fassé! Fassé! Und er macht das ist ja der beste Stürmer der Welt. Scheiß auf Messi, Mann. Bosse. Danach kriegst du mal Messi. Da werde ich dir mal zeigen, was es ist. Ihr habt gehört, nicht Spiel. Ich hab Barcelona. Merkt euch das. Barcelona, ich hab Bosse. Du bist Augsburg, Barca. Schaltet ein. Aber ich hab auf jeden Fall nicht Spiel Messi. Also trifft er eh vor allem hier. Wie trocken. Boots. Bosse.
Nein, das hat sie nicht wirklich aufgefangen. Oh Gott, zwei. Ey, drei Ads hättest du nicht wegziehen können, ja? Warum nicht? Ja, nee, ich hab nicht verloren. Hätte vorhin schon das Hamburg-Ding gegönnt, was ja, du hast mir vorhin. Na! Abgezogen habe ich dich mit ja, meinem Niveau. Ich mit Napoli, die ja 10.000 Mal überlegen waren. Ist eigentlich los, warum hilft mir nicht gar nicht. Ich sag dir warum. Ich hab Boss Say. Oder mit aggressiv. Wenn ich auch wieder mit deutschen Teams auftrumpfe, ne, dann kommt Boss Say. Was? Halbzeit. Was ist ein Traum? Ja, auf Bassein. Auf die. Vor allem, du hast nie einen Ball quasi. Du hast immer. Ich hab fast immer 60%. Aber 7-6, ja. Ja, aber Bonsi ist auch der Beste, der schießt da niemand daneben. Stimmt. Ja. Ja, so aus dem Fußgelenk. Aber ja, nie was anderes gemacht. Von Mainz. Augsburg. Ist ja gleich in die Ecke. Fahr mal. Fahr mal nächste Woche hin und grüßen Bassein. Wir können das mal. Also, ja, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mit Bassein noch ein Tor schieße, gehen wir aufs nächste Heimspiel von Augsburg. Vergiss es. Never gehe auf ein Heimspiel, was irgendwo in Bayern ist. Was? Das wirst du tun. Du bist zu mir gezogen. Du wirst es irgendwann tun. Ja, wenn Dortmund kommt. Deine Mutter. Irgendwie mal. Deine Mutter kommt auf Dortmund. Nee. Aber wir gehen mal nach Augsburg. Bassin anfeuern. In die Rockfabrik kann man gehen. Ja, ja. Und danach, ne, vorher gehen wir zu Bassin. Ich gucke mir gerne Augsburg heimspielen. Ey, wenn Bassin da ist, dann kracht so. Schau, der Jong steht jetzt da hinten und chillt. Schau, und rettet. Boah, der war gar nicht schlecht. Der war nicht schlecht, der wäre zu. Der Stieber kann ganz schön gut. Aber er heißt halt nicht Stieber. Nee, auch die Glatze passt. Die Glatze. Was macht der? Ja, was boah, macht der? Halleluja. Wo ist Bassin? Alter. Oh, Bassin! Es gibt so Bassin! Nee. Sido! Bassin! Hauptsache Sido. Jetzt kommt Gerald, Motherfucker. Also, das kann ich uns. Guck mal, wie der durchgeht. Hauptsache die Neger treten! Na klar kommt der immer mit seinem Rassismus vorwerfen. Marcel de Jong. Das ist ein Traum. Also ein Traumpass. Och! Aber der Bayer, der steht hier. Und der Banze. Oh. Ach, er hat den Bassi weggetreten. Ist überhaupt nicht. Es ist ihm egal. Naja. Er hat den Bassi weggetreten. Wie seine Oma. Aber der Bassi kommt wieder an den Ball. Abgefälscht. Der wäre rein. Ja, natürlich, hat jeder Schuss im Tor. Das ist Bassé. Schieß den erstmal ab. Oh, es ist ja der Geholze. Samoa! Auf! Chippy! Fall! Ja, wieder mal. Stüber. Warum geht denn da keiner hin? Weil das... Oh, Alter, weil die ganze Zeit Gerald motherfucking Asamoa umgetreten wird. Weil sie alle wissen, dass er das Beste ist. Jetzt muss er über einen reinmachen. Schieber. Schieber. Der Jong steht an der Linie. Oh, ist super. Oh! Traurig, ne? Oh, war knapp, ja. Aber zu fest. Ah, leck mich. Und deine Typen haben auch immer nur eine Halbzeit eine Wirkung, gell? Bom C, zweite Hälfte ist was? Schieber, erste Hälfte. Aber der Fall ist ja übel hart langsam. Da gebe ich ihm lieber einen Rentner als Amur, der mehr am Tag. Faul! Hallo! Ey, Alter, ich pack gleich Gasgranaten aus. Was denn, war sauber? Ja, ist okay. Ja, aber ich bin doch... Ja, ich sagte nur... Achso, jetzt hätten sie wieder Rassismus! Asamoa wird benachteiligt! Hand! Was sind die Dinger umdrehen? Jimmy Fall! Was? Wusste! Ah, oh, das gibt's doch gar nicht. Das ist wirklich abseits. Was ist das? Ja, klar.
Schneider und Köpf, hast du gesehen? Ja. Mit der Halbglatze. Ja. Danach kriegt man wieder guten Fußball. Und hier solche Neandertaler. Nur die erste Halbzeit raucht. Danach ist der Captain ausgelaugt. Also ich war ganz ehrlich. Der Ball war doch schon weg. Pekovic, Alter. Schau mal an. 100 Jahre ist er schon weg und dann rastet er aus. Warum stehen da eine Mauer? Der Ball direkt zu mir geht. Jimmy Fall. Das Schlafzentrum von Dortmund. Der einfach nur kein Tempo hat. Aber Barcet ist doch noch am Start. Aber Barcet wollte es wissen. Ja, ja. Nicht nochmal zum Gegner. Zum Gegner. Und dann ist da... Foul! Bitte. Was? Oh, was? Zeig mir das Foul! Ja, übelst ist Foul! Bitte! Aber Schichol kann es nicht. Gottchen. Aber wo war denn das Foul? Heino Schmidt, geil. Das war sauber. Ja, ist ja okay. Ja, und lass mich doch. Heino Schmidt, geil. Ja, er kann ja nur fallen. Warum schießt er denn drüber? Wenn es hier 3-2 gestanden wäre, wäre es nochmal ein richtiger Abschießkrimi, ihr Vollzieher. Und du lachst? Ja, ich lache. Weil der macht gleich 3-4. 4001. Nein, will schon jemand angreifen, ja? Und jetzt kommt Boston. Abseits. War schön. Und knapp. Und sehr knapp. Ja, aber alle Körperteile, die Tore... Ja, ist ja okay, ich beschwere mich auch nicht. Ich sag nur, es war schön rausgeschmissen. Ich bin darauf gewollt, dass du beschwerst. Quatsch. Die tritt den Torwart um. Der Jens. Wieder der Ex-Löwe, der mich zum Sieg bringt. Alle Ex-Löwen. Das sollte man vielleicht mal mit 60 spielen, wenn es so gäbe. Ja, klar, mit dem jetzt nicht natürlich besiegen. Ich will dich so sehr besiegen. Weil die überhaupt kein Fußball können. Wenn ich noch Olaf Bodden und so am Start hätte, du... Und Martin und Mann und Martin Max. Ey, Max und Bodden waren halt schon wirklich. Wie hieß denn hier der... Ach du Scheiße. Oh, Otle! Otle! Nee, nee, es war kein Fall. Nee, war es auch nicht. Wie hieß er denn? Rubesch. War nicht Rubesch auch mal bei den Löwen? Rubesch? Horst Rubesch, der ist Kopf beim Monster. Denn gerade nur bei Kopf, weil getroffen hat Horst Rubesch. War der nicht auch bei Löwen? Mal ein klasse Team von Löwen machen. Ja, lass mal. Du bist noch alle im Spiel. Hessler. Reich. Botten. Oder Botten. Botten ist nicht mal mehr am Start. Schade eigentlich. Botten war ein Hammer. Der Name ist der Hammer. Botten. Olaf Botten. Olaf. Scheiß auf James Bond. Mein Name ist Botten. Olaf Botten. Asamoah! Rassismus! Aber jetzt kommt er, der Falsche. Oh, ich habe wieder umgekriegt. Aber er läuft nicht mehr, er ist tot. Also alleine dafür. Mein Name ist Borden. Olaf Borden. Was ist denn das? Was ist denn das? Oh mein Gott! Mein Name ist Borden. Mein Name ist Max. Martin Max! Nimm mich aus, du Bruder. Du bist einfach nur übelst hart schlendert. Ja, so kann keiner Bombsee stoppen. Oh, da kommt was! Mach doch den Querpass! Warum machst du denn nicht den Querpass, du Eimer Scheiße? Ich dachte, der macht den. Ich hab mich drauf verlassen. Ja, ein Augsburger Superstar. Ey, sind nur Bosse. Schau mal, wie er halt machen können. Egal, 3-1 gewonnen mit Augsburg, was willst du eigentlich? Ja, ey, oh, gegen Fürth. Ich mach dir mal Barca Blatt. Ich hab Barca dann. Ja, sag doch, ich sag doch, ich mach dir auch Augsburg Barca. Ich hab Barca. Das glaubst du. Ich glaub das. Sorry.
No foul. No foul. Und es war. Ich habe jetzt von Alkohol gelesen, aber da ist der Kiel. Alkohol. Es ist. Okay, Challenge accepted. Augsburg gegen Barcelona. Ihr habt's gehört, aber ich will keinen Scheiß hören. Okay. Challenge accepted!